Heute geht es um Systemvoraussetzungen und damit herzlich willkommen. Ja, damit wir das Ganze testen können, sucht ihr euch am besten in eurem Browser des Vertrauens Connect Allplan. Einmal klicken, dann hier drauf. Hier einmal einloggen, das bin ich schon, das erspare ich euch. Dann geht ihr in den Bereich Support und dann Systemvoraussetzungen. Jetzt habt ihr hier die verschiedenen Altplan-Versionen und je nachdem, welche Altplan-Version ihr natürlich haben wollt, geht ihr da drauf. Ich nehme jetzt einfach mal die Altplan-Version 23 her. Dann kann ich mir das Ganze hier durchlesen. Wunderbar, wäre ich nicht schlau draus. Also gehe ich hier auf Systest Altplan 23, lade mir hier eine kleine Datei runter. Ich gehe mal auf den Ordner drauf. Den müssen wir uns entzippen. Ich mache das ganz schnell einfach über Ausschneiden und dann können wir die Excel-Datei starten und dann läuft so ein kleines Programm durch, da müssen wir noch einmal unsere Seele verkaufen, das sagen wir ja natürlich. Und dann kommt hier, okay, und hier Warnung, und dann kann ich lesen, um was es hier geht. Hier geht es jetzt bei mir um den Workgroup. Also, Altplan 23 ist bei mir wunderbar, ich habe die Systemvoraussetzungen erfüllt. Wunderbar. Dann könnt ihr euch noch ein Protokoll auslassen. Ja, dann ist es hier, nicht hier. Ja, das war's schon von dem heutigen Video. Like nicht vergessen, Kanal abonnieren, ihr wisst den ganzen Zeug, oder? Also, Servus, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Peter. Servus, ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich.